Auf nationaler Ebene ist ein definitiver Entscheid gefallen. Die Vorlage zum neuen Umwandlungssatz bei der beruflichen Vorsorge ist am Ständemeer gescheitert. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat kein einziger Kanton dieser Vorlage zugestimmt. Zu den beiden weiteren nationalen Vorlagen gibt es SRG-Hochrechnungen. Alles deutet auf einmal Nein und einmal Ja hin. Abgelehnt wird laut diesen Zahlen die Tierschutzanwaltinitiative mit rund 70% Nein-Stimmen. Angenommen werden dürfte dafür die Vorlage zum neuen Verfassungsartikel zur Forschung am Mensch. Mehr als 3/4 der Schweizer Stimmbürger haben laut den Hochrechnungen ein Ja in die Urne gelegt.